Hey Lieben, ich war lange nicht mehr online und habe keine Videos gedreht und ich war auch lange nicht mehr in Rossmann, in DM. Deswegen zeige ich euch, was ich diesen Monat gekauft habe. Und yep. Ich habe meine Liebe zu Rossmann gewonnen, also vor allem die Rival, die Loop Sachen, und ich habe mir bei Rossmann mir ein Zahncreme gekauft von Altera, die Bio-Zahncreme, also mit dem, also Naturkosmetik, und die Schutz vor Parodontose und Plaque und dann Schutz vor Karies und schmeckt nach Minze. Ich bin echt gespannt, wie die ist. Und wer von euch benutzt eine Naturkosmetik-Zahncreme-Tablette, was auch immer, was jetzt so momentan gibt. Und dann bin ich jetzt, ich habe bis jetzt nur eins von Rossmann gekauft. Und was ich als nächstes gekauft habe bei nicht bei Rossmann, sondern bei DM, habe ich mir eine Balea Peelings Maske gekauft für 3-in-1, also Peeling, Maske und Reinigung. Also ich bin echt gespannt. Es ist für Mischhaut. Ich habe übelst die Probleme mit öliger Haut. Also ohne die Kamera und Licht, also sieht meine Haut in Wirklichkeit voll richtig schlimm aus. Ich habe so recht Rötungen, so ein bisschen Mischung aus Akne und Pigmentflecken und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber sieht so schlimm aus, irgendwie so. Ja, irgendwie, ich bin von Natur aus hellhäutig. Ja. Deswegen. Ja. Ich bin eigentlich total genervt von den ganzen Wattepads, die in einen 120 Packungen sind. Und dass man immer wegschmeißen muss. Und dann, wenn die alle leer sind, dann ist es vorbei und das ist irgendwie scheiße. Und dann habe ich mir die von Evelyn, die Dings, Abschminkschwämmchen gekauft für 95 Cent. Und ich denke mir so, ja, das ist cool, man kann es wieder auswaschen und sowas. Und mal schauen, wie lange das hält und es nicht so irgendwann eklig wird dann mit dem Schwämmchen. Das finde ich, ich will jetzt langsam auf etwas minimalistischer leben, meine Kosmetik-Sachen etwas reduzieren. Deswegen. Und ich will Müll, also generell etwas weniger, also Müll vermeiden halt. Ja. Und dann habe ich mir so eine Sonnencreme gekauft, damit ich nicht von Pigmentflecken und Haut, also Falten bekomme. Und deswegen mache ich mir schon Sorgen. Also ich bin schon in dem Alter, wo man die Haut schon anfängt zu faltern und ja, falten, und man sieht danach wie eine Bulldogge aus. Und deswegen schütze ich davor und ich möchte noch mit 35, 40 noch gut aussehen. Deswegen. Ich habe mal von den anderen Videos erzählt, dass ich von Babypuder begeistert bin als Ersatz für Drackenshampoo. Ja, das war sehr gut, aber das Problem ist, wenn ich immer Teil verschlafe und mal knapp schaffe, zur Schule zu kommen. Also ich laufe 2 Kilometer zur Schule und deswegen ist es echt eine Sauerei in der Früh um 6 Uhr morgens mit Babypuder auf dem Kopf drüber zu machen. Und deswegen habe ich mir wieder Trockenshampoo gekauft von Balea, diesmal wieder, aber diesmal von blonden Haaren. Also ich finde der Geruch viel, viel, viel besser als von dem ich benutzt habe. Der ist andere auch dermaßen nach Kotze. Also es war so eklig, dass ich dachte mir, nee, nie wieder. Aber ich bin echt davon begeistert und ja, würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Für 1,95 finde ich echt günstig. Und ja, also go for Drackenshampoo. Also
Brückenshampoo finde ich eigentlich sinnlos, aber irgendwie für den Notfällen finde ich echt praktisch. So viel habe ich eingekauft. Ja, weil ich eigentlich nicht mehr viel brauche, weil ich habe so viel Kosmetik und alles, dass ich versorgt bin. Deswegen habe ich nur die 5. Deswegen, jo. Also, ich habe zu viel, echt zu viel. 그게 2시간 반 동안 매니아들만 좋아하고. 누구랑 봤어? 혼자 봤는데. 혼자 봤어.